Seid grüßt, liebe Darts-Freunde, willkommen zum neuen Video. In der letzten Woche hatte ich euch ja die neuen Gabriel Clemens Darts gezeigt, die im Rahmen des Target Lounge erschienen sind und habe da schon angekündigt, dass ich heute euch das neue Board von Target zeige, und zwar das Target Aspar. Ich habe auch die Verpackung davon nochmal hier, und hier neben mir auf der anderen Seite seht ihr auch noch das Board. Ja, das Target Aspar ist sozusagen das neue Board von Target, jetzt ja sozusagen eine Weiterentwicklung des ja, Target Pro Tour Boards und ja, ein Dartboard, das mit einem vollkommen neuen Zahlenkranz daherkommt und ja, vollkommen neu bedruckt ist. Und ja, wie ich das ganze Board so finde, erzähle ich euch in diesem Video. Und zuallererst einmal schauen wir uns das Board mal von nahem etwas genauer an. Ja, dann schauen wir uns das doch mal von nahem an, und zuallererst gehen wir hier mal an den Zahlenkranz. Und ja, das ist auf jeden Fall wirklich, ja, eine Neuerung. Das habe ich so noch bei keinem Dartboard gesehen, dieser ja, Zahlenkranz, der hier so mehr oder weniger ein Stück ja, Kunststoff ist, der um das Board drumherum geht, aber natürlich um einiges am Platz spart. Ich hoffe, man sieht das jetzt hier so, mein Finger. Also ihr habt da wirklich einiges an Platz, und ja, das ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft, aber da sage ich dann im Fazit nochmal was mit dazu. Ja, hier haben wir dann den Aufdruck Aspar Target, und das geht im Prinzip um das ganze Board so drumherum. Die Felder, wie ich finde, sind sehr schön gemacht. Also das ist wirklich sehr sauber alles hier. Die Spinne ist auch nicht, das hat man es ja bei manchen Boards, dass die hier so weitergeht, dass die erst hier hinten reingeht. Hier ist wirklich nach dem Doppel dann auch Schluss. Und das ist wirklich sehr sauber, und man kann sich da wirklich noch besser auf die einzelnen Felder konzentrieren. Und ja, das Ganze sieht wirklich sehr ordentlich aus. Auch das Bullseye ist in meinen Augen wirklich sehr gelungen. Vielleicht hier ein bisschen nicht ganz sauber mit der Farbe, das ja, ist aber nur Meckern auf hohem Niveau. Also ja, und nach einer Woche habt ihr hier die Abnutzung. Ich habe jetzt so, ich würde mal sagen, vielleicht 3-4 Stunden auf dem Board gespielt, vielleicht auch eher ein bisschen mehr, aber ja, die Abnutzung hält sich wirklich noch in Grenzen, und es guckt hier kaum Sisal raus, also wenn nur mal ganz kleine Fusseln hier. Also das ist wirklich sehr sauber gemacht und echt ein richtig, richtig tolles Board. Und was ich noch sagen wollte, hier drumherum um mein Board, auf meinem Kranz, habe ich ja ein paar Sticker. Und wenn ihr auch ein paar Sticker habt und sagt, die so ein bisschen zum Dart passen, dann könnt ihr mir die gerne mal ja, zuschicken. Schreibt mir da mal auf Instagram, falls ihr da was habt. Denn hier ist noch einiges am Platz, und ja, ich finde das eigentlich ganz cool, immer solche Sticker. Und ja, wer da Interesse hat, mal so ein bisschen immer im Hintergrund von den Videos zu sein, der kann mir da gerne mal auf Instagram schreiben, wenn ihr von eurem Verein irgendwelche Sticker habt oder so. Sollte halt nur einen Darts-Bezug haben. Ja, genau. Das soll es jetzt erstmal von dem Blick auf das Board gewesen sein. Und jetzt komme ich zu meinem Fazit. Das Target Aspar ist für mich ein echt gelungenes Dartboard. Was ist mir zuallererst bei dem Dartboard aufgefallen ist, ist die, ja, wie soll ich sagen, die ganze Aufmachung davon. Der Zahlenkranz ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, das muss man dazu sagen. Wenn man sonst diesen Unicorn-Zahlenkranz kennt oder auch den normalen vom Winmau-Board, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, da das Ganze ja hier natürlich, ihr seht das ja auch, viel, viel kleiner ist. Hat aber natürlich den Vorteil, dass gerade bei uns ja, Amateurspielern vielleicht mal ein Dart etwas weiter weg vom Doppel ist und dann die Zahlen am Rand mal trifft, da hat man natürlich Bouncer und kann sich daran schlecht orientieren. Hier hat man viel mehr Platz dabei, und das finde ich auf jeden Fall schon mal einen echt positiven Punkt. Des Weiteren, durch den Druck, der auch hier ja nur mehr oder weniger in Grau ist, das Target und das Aspar, Logo, dadurch ja, wird der Fokus viel mehr auf das eigentliche Board sozusagen geschärft. Man hat nicht irgendwo Winmau Blade 5 und sowas noch mit dabei stehen, was dann vielleicht dem einen oder anderen etwas stören könnte, sondern hier hat man wirklich voll den Fokus auf das Board und auf die Felder. Und das, der Zahlenkranz trägt natürlich da auch nochmal dazu bei. Also das heißt, es ist wirklich hier ja, in meinen Augen sehr gut gemacht. Die Farben von den Feldern sind, wie ich finde, sehr schön. Etwas, ja, ein eher etwas neonartigeres Grün bei den grünen Feldern, und das Rot ist auch etwas heller als beim Blade 5 im Großen und Ganzen, aber ist, denke ich mal, auch in ähnlichen Farbtönen gehalten wie das Target Pro Tour Board, was ja so ein bisschen der Vorgänger davon war. Und ja, was mir noch aufgefallen ist, das Board ist etwas härter, das heißt, man hat vielleicht ein paar mehr Bouncer, das wirklich sehr hart gepresst ist. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, habe mir das Board jetzt innerhalb der einen Woche, wo ich es getestet habe, also ist noch kein Langzeittest, aber zumindest mal eine Woche, wo ich jetzt mehrere Stunden darauf gespielt habe, dass die Abnutzung des Boards sich echt wirklich im Rahmen hält.
Hier, ihr seht das hier, das sieht noch alles ja, sehr super aus, da hängen keine Sisalfasern raus und so. Das kommt natürlich auch immer darauf an, was man für Spitzen spielt, das ist vollkommen klar. Aber ja, das Ganze hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, für den Preis von ca. 55 Euro, natürlich je nach Dartshop wieder abhängig, ihr wisst das, mal mehr, mal etwas weniger, bekommt man hier echt ein grundsolides Board und was man auf jeden und ein Board, das man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Wie bereits gesagt, mit dem Zahlenkranz, das muss man natürlich auch mögen und man muss sich daran gewöhnen, aber ich finde es sogar ganz cool, denn es schärft wirklich den Fokus auf das Dartspiel. Und noch eine kleine Sache, dadurch, dass man ja hier immer Target, Aspa dran stehen hat, kann man das, wenn man das dreht sozusagen, ja, sieht man gar keinen Unterschied, ob man jetzt mehr oder weniger von ein frisches Board hat oder ein altes Board. Weil manchmal erkennt das ja, wenn man seinen Blade 5 irgendwie gedreht hat, dann steht dann irgendwie Winmar an der Seite, Blade 5 an der anderen Seite und das stört vielleicht den einen oder anderen und das hat man hier nicht. Und ja, von daher hat man hier wirklich echt sich was dabei überlegt und ist echt ein super, super Dartboard in meinen Augen. Also meine Empfehlung habt ihr für das Board. Jetzt hierbei habt ihr noch ein anderes Video verlinkt, wo ich das Blade 5 getestet habe, das Blade 5 Dual Core, um genauer zu sein. Schaut da auf jeden Fall auch gern vorbei. Dann schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch das Board schon geholt habt und wie ihr es fandet. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, gut Darts und ciao.